In dieser Halle hat Helmut Wimmer über 40 Jahre lang gearbeitet. Heute kehrt der Pensionist zurück in die Sparkasse an der Promenade. Jedoch nicht zum Nostalgiebesuch. Er hat sich bei einer Online-Auktion Andenken ersteigert. Da haben wir natürlich einige Erinnerungsstücke ersteigert, speziell das, was ich eben im 95, 96er Jahr. Wir haben da ein Mülltrennungssystem und das habe ich da aufgestellt für alle unsere Mitarbeiter, das ordnungsgemäß den Müll trennen. Im 84er Jahr war ich da, war in der Kassatätigkeit, da waren verschiedene Kassen. Es hat sich schon viel verändert. Insgesamt habe ich 45 Jahre bei der Sparkasse Oberösterreich gearbeitet und seit Juni 2019 bin ich in der Pension. Tische, Bürostühle und Regale. Auf der Online-Plattform Aurena versteigert die Bank ihr Inventar. Denn vor der Generalsanierung im Juli muss es hier leer sein. Es ist ein Phasenplan entwickelt worden. Sprich, wir werden von der Verwertung der Möbel beginnen. Dann kommt die Phase 2. Das ist dann die fixen Bauteile zu verwerten, zu versteigern. Das passiert im Juni. Unter anderem Heizkörper, Elektroverteiler, Fenster, Türen, Tresore. Wir werden versuchen, so viel wie möglich an Material, Rohstoffe zu gewinnen. Zum Beispiel Gipskarton werden wir ernten, wieder aufbereiten und wieder verbauen. Vorerst wechseln aber mal 670 Stücke den Besitzer. Rufpreis pro Stück 1 Euro. Großteils war es natürlich Büroausstattung wie Kästen, Schreibtische und Stühle. Aber natürlich sind auch ein paar interessante Sachen dabei gewesen, wie Kassapulte, Pflanzen und eben ein Ortskittel war sogar dabei, eine Arztliege. Bei dieser ersten Auktion sind bereits 30.000 Euro zusammengekommen. Insgesamt rechnet die Bank mit einem Erlös von 40.000 bis 50.000 Euro. Dieser Reinerlös dient wieder der Nachhaltigkeit und werden mit dem Erlös auf ökologische Baustoffe und eben auf verwertbare Materialien setzen beim Sanieren. Im Juli startet dann die zweite Runde. Fenster, Türen und übrig gebliebenes kommen dann unter den virtuellen Hammer.